Geschenke abzulehnen oder um den Rücktauschbon zu bitten, ist bekanntlich unhöflich. Auch in Wuppertal kommt das nicht in Frage, obwohl das Geschenk aus China nicht jedermanns Geschmack trifft. Seit gestern ziert ein überlebensgroßer Friedrich Engels in Bronze die Stadt. Damit will die Volksrepublik die Rolle des Revolutionärs, der vor fast 200 Jahren in Wuppertal geboren wurde, für den Kommunismus würdigen. Der klammen Stadt geht es allerdings eher um frisches Kapital durch Touristen aus Asien. Ina Baltes über Kurioses aus Wuppertal. Wer an diesem Morgen aus der Wuppertaler Schwebebahn blickt, muss staunen. Wuppertal unter roter Flagge, die Stadt in chinesischer Hand. Denn dieses Geschenk aus China soll enthüllt werden. Unter rotem Tuch Friedrich Engels, der hier geboren ist und in China ein Heiliger. Ein großer Tag, der Botschafter ist da. Seine Landsleute pilgern in Scharen zu Engels Geburtshaus. So bringt der Kommunist Kapital in die bettelarme Stadt. Seine Bücher wurden von Generation zu Generation gelesen in China. Ein reicher Spender, der Bürgermeister gibt sich Mühe. Doch der Botschafter ist in Gedanken wohl schon beim Denkmal. Daher hat ja Engels auch seine Theorien über die entwickelt. Viele chinesische Journalisten sind da. Wuppertal kennen sie alle. Rund 50 Firmen aus China haben sich schon hier angesiedelt. Und der Bürgermeister hofft jetzt auf noch mehr Touristen. Dann der große Moment. Das mit der Schleife klappt. 4 Meter hoch ragt der alte Revolutionär in den Himmel mit chinesischer Inschrift. Die Wuppertaler hätten ihn vielleicht lieber ein bisschen kleiner gehabt. Aber nun gut. Sprechen Sie schon Chinesisch? Nein, noch nicht, aber es ist natürlich sehr spannend, gerade ein solches Geschenk zu bekommen, eines großen Sohnes dieser Stadt, der in China hohe Verehrung genießt. Inzwischen haben die ersten Verehrer das Gesteck von der Bühne gerissen. Mit Blumen sind die Fotos einfach schöner. Bald werden wohl noch mehr Kommunisten zu seinen Füßen stehen. Den guten alten Engels würde es wohl freuen.